Da kommt eine Rentnerin geschwommen, bleibt mit der Haare in der Hose hängen. Aber. Boah, und plötzlich war auf dem Wasser so eine Haut wie auf Kakao. Weißt du noch? Ich raus, ne? Vorne an der Kasse. Oh, sie waren aber nicht lange hier. Ich sag, für mich waren ewig klein. Kein Glaube dann. Der war hier. Der hat eine Bude, sowas hast du noch nicht gesehen. Ich hab den mal zu Hause besucht, der hat eine Katze. Jetzt hat er keinen Bock gehabt, das Katzenklo zu machen. Hat immer nur nachgekippt. Aber da komme ich rein, der begrüßt eine Katze auf 1,80 Höhe. Ja? Da gucke ich in das Schlafzimmer rein, Etagenbett. Vorne Panini-Aufkleber drauf, der war Matthäus Neuengladbach. Ich sag, was gibt das denn hier, Etagenbett? Ja, könnt ihr meine kennenlernen. Dann ist Etagenbett geil, da hast du recht. Wir haben eigentlich immer gedacht, er wird S-Bahn surfen, olympisch, bevor er überhaupt eine Frau findet. Und er hatte zwischendurch mal zwei Freundinnen. Unglaublich. Die eine hat er beim Sorgentelefon kennengelernt. War eigentlich eine ABM-Maßnahme. Er sollte nur Kaffee verteilen, Ordner von links nach rechts und klingelte ein Telefon. Der Vollidiot ging dran. Ne? Ja. Sorgentelefon. Hallo? Ist da das Sorgentelefon? Wen haben Sie denn angerufen? Das Sorgentelefon. Das ist richtig. Wie kann ich Ihnen helfen? Und dann fing sie richtig an zu heulen. Sagt er, wir müssen die Reihenfolge einhalten. Sie sagen mir, was Sie haben. Dann verstehe ich das. Und dann kann ich Ihnen helfen. Also fangen wir nochmal an. Hallo? Ja. Ja. Ich wiege 160 Kilo. Poleco funny, du. Dann hoffe ich mal für Sie, dass die 3,20 groß sind. Nein, ich bin 1,57. So, oh, kann man sie ja besser überhüpfen als umlaufen. Und die andere hat über eine Kontaktanzeige, ich weiß gar nicht, wie die Zeitschrift Frau am Mast oder was, keine Ahnung, hat er geschrieben, Germanistikstudent sucht was für zum Poppen. Und die war genau das Gegenteil, die war so ein Typ, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist gut aus. Sie war Kursleiterin hier, Pilates, Yoga, ne? Finde deine innere Mitte, Frieden. Muss er aufhören wegen Burnout. War sie beim Psychologen, hat so Kurse gemacht, weil hier Delfine schminken und so was, weißt du? Ne? Stoff die Akupunktur. Autonomes Training. Ne? Die hatte eine Aufzugsstation für Mettigel, ne? Die hat einmal, ich sag zu ihr, hör mal, du bist doch ein Hypochonder. Sagst du, ach, wie süß. Ich sag, wie süß. Das sind doch die kleinen Niepferde, ne, hier aus Ü-Eier. Ne? Ich sag, das ist richtig. Boah, das war, die hätte sie gern gepixelt gehabt. Wirklich. Boah, die sah aus, als hätte die drei Suizidversuche hinter sich, die alle geklappt haben. Ne? Also wirklich. Ne? Und nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja? War eine, die hat beim Tetris auch gerne das Quadrat gedreht. Ja?
Da kam die mir mal auf die Straße entgegen und sagte, ey, Entschuldigung, ist das hier richtig lang, geradeaus? Ich sagte, der ist da vorne rechts. Hat ein Kind mit ihm, das Kind war dick. Boah. In die Beziehung mit eingeschlossen. Im Speckmantel geboren. Zwei Jahre alt, schon Schuhgröße 32. Ne? Waagrecht und senkrecht. Also, ne, dann, wir haben doch alle früher eine Wursttheke, so eine Scheibe Wurst. Das Kind hat eine Roulade gekriegt. Ne? Muss mal Edeka mal aus dem Einkaufswagen schneiden. Vorne reingesetzt, hat die Mutter nicht aufgepasst, hat sich das Kind so eine Sommersalami reingepfiffen. Ne? Pfund gehackt ist halb und halb. Ne? Muss die Feuerwehr kommen. Ne? Kind war schon 8 Jahre alt, hat immer noch Ultraschallbild voll im Portemonnaie. Ja, da sah es am besten aus. Guck mal hier. Und der war ja oft bei uns, der Vollpfosten, der ist so oft bei uns in der Kneipe gewesen. Und da kam er schon rein, da sagt die Kellnerin, hör mal, hier sind Handschuhe liegen geblieben, sind die von dir? Er sagt, da können meine nicht sein, ich habe meine verloren. Ja. Hör mal, kommt der auf mich zu, ist am Grinsen, ich sage, was ist mit dir, hast du dein Puzzle fertig oder was weiß noch? Ne? Sagt er, hier Markus, willst du kaufen? Was, Innenfutter? Ne, nix drin, ne? Und dann stellt ihr die Fragen, Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Ist er Max? Nee, der andere. Hör mal, wie heißt nochmal der Film, wo der Eddie Murphy einen Schwarzen spielt? Wollte sich mal einen Schäferhund kaufen, hat davon Abstand genommen, weil gesehen hat, dass wohl viele Schäferhundbesitzer erblinden. Ne, da hat er Angst gekriegt. Hat ein paar Hobbys, hat gern geangelt. Ich habe mal beim Angeln gesehen, ich sage, und beißen die Fische, sagt, ne, kannst du ruhig streicheln. Da passiert nichts. Ich sage, Junge, geh mal zum Psychologen, du bist total Panne. Ne? Er zum Psychologen, der Psychologe hat ihn untersucht, sagt er, ja, ich habe sie untersucht, sie sind Panne. Sagt er, oh, da würde ich mir gerne noch eine zweite Meinung einholen. Da sagt der Psychologe, sie sind außerdem hässlich. Zweite Meinung, ne? Er hat wirklich mal gesagt, wir hätten den Krieg nicht verloren, hätte die DDR uns geholfen. Das ist ein Typ, doch. Hat sich mal Rossmann hier, Drogeriemarkt Rossmann, hat sich beschwert. Sagte, hier, ich habe hier ein Deo gekauft, steht drauf 24 Stunden, ich drücke drauf, halbe Minute leer. Was soll das denn? Dann lebt ihr nur von Pinggerichten hier, Mikrowelle. Hat mir mal seinen ganzen Dosenvorrat gezeigt, steht unten drauf, haltbar bis immer. Sagt, da sind viele Kohlenhydrate drin, schmeckt's aber nicht raus. Er braucht Kohlenhydrate, weil er hochklassig Fußball spielt, scheiße, Kreisliga C. Ich habe mir mal so ein Spiel angeguckt, da, ne? Denn dann, er hat mich morgens abgeholt, wirft mir Steinchen ans Fenster. Ne? Ich wohne Parterre, also jetzt auch so. Oder Schellen. Ne? Er hat irgendwelche Medikamente wieder getestet, keine Ahnung. Ne? Ich komme raus, Ballonseideanzug an. Ja? Keine Tasche. Ich sage, was ist denn mit Wechselwäsche? Die habe ich drunter. Ne? Spielt bei Spackschraube Krefeld. Ja? Auf Kunstasche. Mann nur zu 10, war trotzdem Ersatzspieler. Verlieren 0-8 gegen FCKW frei. Dankeschön.
Sagt er, ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag gesehen. Ich sage, was? Dann sagt er, nachts sind alle Katzen draußen. Für meine Hand liegt meine Frau ins Feuer. Ja. Augen durch und zu, ne? Hör mal, der nahm die Sprichwörter so ernst, er wollte mir mal ein Pferd klauen, nur mir zu zeigen, ein guter Freund ist. Aber ich habe gehört, er wäre wieder in der JVA Bochum. Und zwar hat der Kickmode gefälscht. Der hat einen mit auf der Zelle, der hat Reinigungs-CDs gebrannt. Das ist doch bitter, ne? Er schreibt da jetzt irgendwie auch ein Buch, das heißt nämlich, ich bin Atheist, Gott sei Dank. Aber ich hoffe, dass ich mit meinen Büchern mehr Erfolg haben werde. Vielen Dank! Super, Hagel! Dankeschön! Peace, Brüder, peace. Das ist sehr aufdringlich, dankeschön. Ich mache nochmal einen Knaller, so wie die ganze Zeit. Dann denken die meisten, der Abend ist vorbei. Ich gehe so ein Stück in die Richtung und dann ruft einer Zugabe. Und dann komme ich wieder. Und dann gibt es eine Zugabe, die ihresgleichen sucht, weil eigentlich nur ich die so mache. Aber erst der Knaller, pass auf. Test. Da ist ein schielender Richter. Und da kommen drei Angeklagte rein. Sagt der schielende Richter zum ersten, wo waren Sie in der Nacht zum letzten Donnerstag? Sagt der zweite, war ich zu Hause. Sagt der schielende Richter zum zweiten, Sie habe ich nicht gefragt. Sagt der dritte, aber gar nichts gesagt. Danke, Hagel. Tschüss, Gels. Ihr seid ja verrückt. Da habe ich nie mit gerechnet, sag ich ganz ehrlich. Unglaublich. Ja, ich war geduscht. Ja. Waren schon auf der Autobahn. Habe ich die Zugabe-Rufe gehört. Haben wir auf Autobahn gewendet. Haben einen Geisterfahrer überholt und jetzt... Und das mache ich bei jedem Auftritt. Zum Schluss kommen immer die Top 5 meiner Lieblingswitze. Und da sind ein paar Knaller dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache jetzt wirklich die 5, die mir in letzter Zeit am besten gefallen haben. Pass auf, Platz 5. Typ sitzt im Restaurant und denkt so, oh Mann, ich muss ziemlich blähen. Ich muss also dringend furzen. Aber kannst du im Restaurant hier nicht machen. Obwohl die Musik ist eigentlich relativ laut. Weißt du was, immer wenn der Bass geht, lasse ich mal locker immer ein. Das geht auch. So Musik, Bass, er immer. Er ist fertig, steht auf, ist am Grinsen. Das ganze Restaurant guckt ihn an. Hat er gemerkt, er hat die Kopfhörer noch drin. So. Auf Platz 5 immer, da steht ein kleiner Junge vorm Bordell, da kommt ein Mann raus, sagt der Onkel, ich weiß, wer du bist. Sagt er, na und, willst du mich erpressen? Nee, aber vorne im Laden gibt es einen schönen Fußball, den hätte ich gern. Der kauft dir den Fußball, sagt der Onkel, ich weiß auch, wo du arbeitest. Was willst du denn noch? Hier die Fußballschuhe, ich auch noch gern.
Der kauft auch die Fußballschuhe, der Kleine geht nach Hause, Fußballschuhe an, Ball unterm Arm. Sagt die Mutter, wo hast du das denn her? Ja, ich stand da vorm Bordell, da kam, du hast jemanden erpresst? Du gehst sofort zur Kirche beichten. Ist klar, der Kleine geht zur Kirche, kommt der Pfarrer raus, Junge, willst du noch ein Trikot haben oder was? Platz 4. Ein Flugzeug stürzt ab, relativ langsam. Drei Insassen, Pilot, Co-Pilot, ein Passagier hinten drin. Sagt der Co-Pilot zum Piloten, hör mal, wir stürzen ab, das ist nicht gut. Weil wir haben nur zwei Fallschirme, wir sind aber zu dritt. Ja, aber der Passagier hinten, der hat so eh nicht alle auf dem Zaun. Ich gehe da hinten, ich laber dem einen rein, ich mach das schon. Der geht nach hinten, sagt zum Passagier, hören Sie mal, Sie merken vielleicht gerade, wir stürzen ab. Das ist keine schöne Sache. Aber ich weiß, wie Sie überleben können. Ich mache jetzt hier die Tür auf und dann springen Sie raus und hauen ganz schnell mit der Arme, so. Und rufen, ich bin Kolibri, ich bin Kolibri. Dann überleben Sie. Der Passagier so, ach, das ist ja nett, danke. Er raus aus dem Flugzeug, Tür wieder zu. Co-Pilot geht nach vorne und sagt zum Piloten, ich habe ja gesagt, er hat es nicht alle am Zaun. Beide sich im Fallschirm an, auf einmal klopft er am Fenster. Die Mann am Fenster auf, hör mal, wie hieß der Vogel nochmal? Letztes Mal war noch auf Platz 4, da ist ein totaler Bayern-Fan, der ist so ein Bayern-Fan, der hat sich am linken Oberschenkel Ribéry tätowieren lassen und am rechten den Robben. Und da zieht er seine Buchse runter und sagt zu seiner Frau, na, kennst du die beiden? Und sie so links, nee, rechts auch nicht, ja, Mitte kenne ich, da ist der Lahm. Ah, gibt schöne. Ich mag ja immer diese kurzen, weißt du? Kommt ein Typ in eine Kneipe, sitzen 22 Zwerge an der Theke. Wann hier los, ist der Kicker kaputt? Ja? Oder man geht zum Arzt, sagt der Arzt, hören Sie mal, Sie müssen mit dem Onanieren aufhören. Sagt, wieso sagt er, ja, so kann ich Sie nicht untersuchen. Schön zack, auf den Punkt. Ne? Oder zwei Fallschirmspringer springen so ab. Ne, aus 2000 Metern sagt der eine, guck mal da unten, die Menschen, du, die sehen aus wie Ameisen. Sagt der andere, zieh an der Leine, das sind Ameisen. Aber, ne? Ja. Ach, früher war immer auf Platz 3. Typ kommt ins Zoogeschäft und sagt, ich hätte gerne ein Tier, was sonst keiner hat. Sag, ja, wir haben hier steppende Hühner. Was? Von Deck hoch, drei Hühner die ganze Zeit so. Aber die sind klasse, die nehme ich. Nimm die mit nach Hause, aber den ganzen Tag, die Hühner. Der geht wieder zum Zoogeschäft, sagt, hören Sie mal mit Ihren steppenden Hühner, ist eine geile Sache, gefällt mir gut. Aber hören die auch mal auf. Sagt der vom Zoogeschäft, habe ich vergessen, Ihnen zu sagen, da ist so ein kleines Fach, da müsste ich Teelichter auspusten. So. Aber jetzt kommt erstmal Platz 3. Kommt ein Typ ins Zoogeschäft und sagt, ich hätte gerne ein Tier, was sonst keiner hat. Oh, jetzt habe ich ein Déjà-vu. Mein guter Freund Vicky Womit sagt immer, ich habe manchmal ein Déjà-vu und Gedächtnislücken gleichzeitig. Da denke ich mir, habe ich das nicht schon mal vergessen? Das ist wieder so ein Gag, wo ich mich ärgere, dass der nicht von mir ist. Aber der Witz fängt nur genauso an. Platz 3. Typ kommt ins Zoogeschäft, ich hätte gerne ein Tier, was sonst keiner hat. Ja, wir haben hier einen Papagei. Sag, hör auf, Papagei hat jeder. Ich habe nicht so einen. Der macht das Verdeck hoch, da schwingt der Papagei hin und her und sagt, ich bin der Härteste unter der Sonne.
ich klatsche alle weg. Der ist super. Nimmt den mit nach Hause, aber den ganzen Tag. Alter, können sie alle kommen. Ich pumpe sie alle um. Warte ab, du Angeber. Holt eine Taube, packt die mit in den Käfig rein, vor Deck runter. Am nächsten Morgen vor Deck hoch, die Taube tot am Boden. Und der Papagei? Was war das denn für ein Lutscher? Ich hab dir gesagt, knall alle weg. Warte ab, holt einen Falken. Den Falken mit da rein, vor Deck runter. Am nächsten Morgen vor Deck hoch, der Falke tot am Boden. Und der Papagei? Hör mal, Alter. Hörst du mir nicht zu? Ich hab dir gesagt, bin der Geilste. Warte ab, holt einen Seeadler. Den Seeadler mit da rein, vor Deck runter, am nächsten Morgen vor Deck hoch. Der Seeadler tot am Boden. Aber auch der Papagei, keine Federn mehr. Sagt er, oh, was ist mit dir passiert? Ja, heute Nacht war was härter, muss ich Jacke ausziehen, aber... Ich habe früher mal einen schönen Papagei-Witz, der war mit dabei, den habe ich aber rausgenommen, weil der zu schlüpfrig war und der ging so, pass auf. Das ist nur, dass man das rausschneiden kann, ja, ab jetzt weiß, dann kann man das so. Typ kommt nach Hause, sein Papagei total lethargisch, schlecht drauf, depressiv. Sagt er zum Papagei, was hast du denn? Sagt er, hör mal, wenn ich nicht langsam was vor der Flinte kriege, tick ich aus. Junge, ja, ich brauche unbedingt hier was zu, sonst ich hau hier alles kaputt. Besorg mir eine Frau oder was, ich flippe hier für dich aus. Der geht zum Tierarzt, der Typ, und sagt, hören Sie mal, mein Papagei ist geil. Was mache ich denn da? Sagt der Tierarzt, gar kein Thema. Tun Sie mal raus, so 10 Minuten in die Tiefkühltruhe. Dann hat der das nicht mehr. Alles klar, der kommt nach Hause, Papagei in die Tiefkühltruhe, nach 3 Stunden, oh. Ich habe den Papagei vergessen. Der macht die Tiefkultur auf, der Papagei total am Schwitzen. Sagt er, hey, was ist denn mit dir passiert? Weißt du, was deine Arbeit war? Der Wiesenhof Schlampe, die Beine auseinanderzuhalten. Kann man mal machen. Ist rausgeschnitten. Er gibt wirklich auch mal bei meinen... Wenn ich so auf Tour bin oder was, dann kriege ich immer so ein paar Lieblingswitze so geschrieben. Und da sind welche bei, wo ich immer noch denke, hui. Ja? Aber die Leute lachen sich darüber. Da ist zum Beispiel, da sitzen 3 ältere Damen, sitzen so beim Kaffee zusammen. Sagt die eine, hör mal, ich habe gestern im Fernsehen Porno gesehen. Die haben da geleckt, wo wir Pipi machen. Sagt er, pfui, wir am Rand oder am Deckel? Ich bin wirklich immer so, wenn mir einer so einen Witz erzählt, der so einfach so, heute ist zum Beispiel jemand hier, die habe ich in Bad Zwischenahn kennengelernt und sie hat mir damals einen Witz, hör mal, was ist grün und nuschelt im Salat? Dill Schweiger. Da habe ich, das ist was. Ja. Unglaublich, kann ich mich kaputt lachen. Einnässen, ja? Oder, wonach riecht es in der Villa Kunterbund? Nach Pipi. Da könnte ich, ich kaputt lachen. Ja. Mir hat letztes Mal einer einen Witz aufgeschrieben, den habe ich nicht verstanden. Ich gucke so, was ist mit ihm? Ich gebe da mein Bruder liest so, nee, der ist nicht lustig. Wir geben dann unsere Fahrerin, die Fahrerin guckt so, nee, der kann nichts. Ich komme raus in den Oberhaus, ich lasse ihn aufstehen, ich sage immer, was ist so, hast du ein Spendenkonto, was können wir machen? Und dann lese ich den laut vor und dann verstehe ich den. Der war so schlecht, aber wiederum gut. Der sagt, hat aufgeschrieben, warum liegt in Brasilien am Flughafen kein Schnee? Da steht ein Tower. Aber wenn du den nur so liest, weißt du. Peinlich. Aber gut. Kommt Pinguin zum Fotografen hier, ich hätte gern Passbilder. Sagt der Fotograf, ja, schwarz-weiß oder Farbe? Ich mag das. Aber jetzt kommen wir zu Platz 2. 3 Leute stehen vor der Himmelspforte. Petrus kommt raus. Jungs, ich hab zu. Ich mach heute gar nichts. Sagt einer, ja, bei Petrus, wir sind tot.
Sagt Petrus, das interessiert mich nicht. Pass auf. Wenn ihr eine lustige Geschichte habt, wie ihr gestorben seid, dann lasse ich euch rein. Ja, der Erste fängt an, hey Petrus, bei mir sitzt so. Ich bin Anwalt und ich arbeite jeden Abend bis 8 Uhr. Jetzt habe ich um 7 Uhr schon Feierabend gemacht, weil ich meiner Frau nicht vertraue. Bin schon um 7 Uhr nach Hause. Wir wohnen im 7. Stock in einem Hochhaus. Ich habe die Treppe genommen, gar nicht den Aufzug. Soll gar nicht mitgehen, dass ich komme. Ich gehe so in die Tür rein, da sitzt meine Frau nackt im Bett, hat die für mich noch nie gemacht. Ich habe die ganze Bude abgesucht. Ich finde keinen. Ich so einen Hals, so eine Krawatte, so eine Frecko. Gehe am Balkon, will mir einer rauchen, da hängt bei uns einer an der Brüstung. Ich ziehe einen Schuh aus, hau dem auf den Finger, der fliegt runter, wird aber durch die Bäume aufgefangen und überlebt. Jetzt habe ich einen Kühlschrank auf dem Balkon, ich den Kühlschrank hochgewuchtet, schmeiß ihm hinterher, bleib aber mit dem Bein im Kabel hängen, flieg mit runter, jetzt bin ich hier. Sagt Petrus, ja sauber, geh durch, klasse. Fragt den Zweiten, was ist mit dir? Ja, wissen Sie, ich bin Fensterputzer. Und ich habe eben so hoch ausgearbeitet im 8. Stock, habe da die Fenster geputzt, fall hinten über die Brüstung, kann mich aber im 7. Stock gerade noch so festhalten. Da kommt ein Vollidiot und haut mir mit den Schuhen auf den Finger. Ich fall runter, wird aber durch Bäume aufgefahren, überlebe ich, wie Gott dank, da kommt ein Kühlschrank, klatsch. Jetzt bin ich hier. Sagt Petrus, sauber, durch, klasse. Frag den Letzten, was ist mit dir? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich saß da nackt in dem Kühlschrank. So, und bevor ich zu Platz 1 komme, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken. Die Stimmung war wirklich sehr, sehr geil. Ja, hier, das war Kneipenatmosphäre, Sophie. Ich hab das... Ja. Das ist sehr nett, Dankeschön. Ja. So viel Applaus kann ich gar nicht, so viel saufen kann ich gar nicht. Ja. Nein, ich glaube aber vom Essen her ist auch jeder satt geworden, so oft jetzt. Das hat mir aber total viel Spaß gemacht. Jeder konnte auf Toilette gehen, wann er wollte, hier trinken, hier sich untereinander kennenlernen. Ja. Ja. Natürlich möchte ich meiner heutigen Hausband natürlich hier nochmal einen Riesenapplaus für die Rebel Tail Band. Dankeschön. Wir werden noch ein paar gemeinsame Projekte machen. Ja, wir werden irgendwas Soziales auch vielleicht machen, irgendwie so, wo ich was von habe. Ihm oben habe ich schon den Gefallen getan, dass die beiden Mädels heute mit ihm am Bass waren. Ja, jawohl. Manchmal ist es gut, wenn man nur 4 Seile hat. Ja. Aber du hast jetzt einen Aufkleber von mir. Ich kann den von hier sehen, wirklich. Ja. Mein Aufkleber ist jetzt da drauf. Und natürlich einen herzlichen Applaus. Gebt euch gegenseitig mal einen Applaus. Ihr wart total geil, Leute. Es hat total Spaß gemacht. Hier heute im Feuervogel 2.0 auch an euch. Sehr, sehr geil. Ja. Und nu, die haben da gar nicht abgesprochen, ne, glaube ich, ne? Aber ich mache jetzt den Platz 1, da kommt Applaus und dann fangt am besten mit der Musik an, dann ist dramaturgischer für die DVD total geil. Ja. Sicher. Ne? Haben wir nicht abgesprochen, das ist jetzt überraschend. So, ja? Wir setzen hier wieder an, ihr wisst, was wir besprochen haben, so, pass auf. Läuft. Platz 1 ist wirklich mein absoluter Lieblingssitz geworden. Dann, früher muss ich noch erzählen, meine ganze Comedy lief auf einen Witz immer raus, weil der hat alles beschrieben, was meine ganze Comedy bringt. Da, pass auf, da sitzen, da ist nur, Platz 1 kommt danach, noch nicht mal. Wie besprochen. Unterhalten sich zwei an der Theke, sagt der eine, hör mal, was machst du denn so im Moment? Ja, wir machen jetzt Musik im Quartett. Sagt er, ja, wie viel seid ihr denn? Ja, 3 Mann. Ja, wären alles. Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nö. Aber mein Lieblingswitz ist tatsächlich im Moment folgender. Da sitzt jemand an der Theke, wo wir gerade in der Kneipe sind, muss ein Thekenwitz zum Schluss natürlich. Sitzt an der Theke, kommt ein kleines weißes Pferd vorbeigerannt. Denkt ihr, was war das denn?
denkt, er hat sich verguckt, kommt der kleine weiße Pferd wieder vorbeigerannt. Sagt er zum Wirt, hör mal, was ist das hier mit dem kleinen weißen Pferd, was soll das? Sagt der Wirt, hör bloß auf, geh mal bei uns unten in den Bierkeller, hinterm Gurkenfass. Da sitzt eine Fee, wünsche, was weiß sie Bescheid. Alles klar, der geht runter, kommt 20 Minuten später wieder hoch, hat eine Melone unterm Arm und hinter ihm läuft ein kleines Schwein. Sagt er zu mir, hör mal, kann das sein, dass ihr mich da unten nicht versteht? Ich wollte 1 Million in kleinen Scheinen. Sagt er, wir glauben, sie haben mir 30 Zentimeter langen Schimmel gewünscht oder was? Danke, Hagel! Super, Hagel!